Hallo und willkommen zur dritten Folge Let's Play Final Fantasy 13. Und jetzt machen wir weiter. Snow bahnt sich hier den Weg und greift gleich mal die kleinen Hunde hier an. Wie auch zuvor werde ich jetzt wieder mit den Handgranaten vorgehen und ich habe einen Präventivschlag. Das heißt, ich kann den ersten Schlag in diesem Kampf ausführen. Und somit habe ich alle geschockt. Wiederhole die Aktion. Ja, dann müsste der Kampf eigentlich auch gleich Geschichte sein. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich in den zwei Folgen hier vor in jedem Kampf eine 5-Sterne-Wertung hinbekommen. Das ist eigentlich nicht so das Ding, da die Kämpfe bis Kapitel 3 eigentlich ziemlich simpel gestaltet sind. Und wieder mal 5 Sterne. Ist eigentlich nicht das Problem. Aber wie gesagt, ab Kapitel 3 wird sich das auf jeden Fall ändern. Da werden die Gegner schon etwas gefährlicher. Relativ gefährlicher, sagen wir es mal so. Und ich höre hier schon wieder einen Schatzbehälter, der sich hier irgendwo rumtreibt. Ich denke mal, der wird sich hier um die Ecke befinden. Genau, da ist er auch schon. 100 Gil. Ja, jetzt sind wir reich. Wir können jetzt mit Snow hier voll einen krachen lassen und eine Party schmeißen. Na, da lacht er sogar. I want every weapon ready to fire. Stay sharp. All right, on my go. Right. Go! Okay, der Überraschungsangriff ist gelungen und jetzt greifen wir weiter mit der Handgranate an. Also ist eigentlich auch der beste Skill, den Snow bis jetzt hat. Also damit erwische ich ja eh alle. Mach das am besten auch so. Oh, schaden kannst du nicht. Einer ist noch am Start. Und nach 2 Schlägen ist er down. Und mal wieder 5 Sterne. Es wird langsam langweilig. Sage ich euch ganz ehrlich. Untersuchen. Machen wir mal. That's a sad sound. Where's the soul? Okay. Hey, Godot. Yeah? If you don't know who you've got to save, you just protect them all, right? Something on your mind? You got plenty of time for thinking on the way, hero. Yeah. Ready! Ja, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, wenn man nicht weiß, wen man beschützen soll. Am besten alle beschützen. Derjenige, den man sucht, wird eventuell unter den Leuten beschützen. Und vielleicht hat man ja Glück. Hey, it's us, it's us. Don't shoot. Snow. Since when do you care about kids? Favor for a friend. Okay. Hey, Snow! You made it! Hey, yo. Whew. So, hey. You really managed to use that thing? I think I'm done. You're done when we are. Ow, what? That's the one. Didn't you have something to tell him? Yeah. All right, then. But... I'll go with you. What? Oh, you have no idea what it was like. Oh. Everyone safe? The army's no match for Nora.
I meant the kids. All accounted for. Okay. Let's keep it that way, all right? Swing by the vestige. Keep the kids out of trouble. You got it. Say hi to the missus for me. You go skirt chasing, I take care of the kids. Some husband. Dinner's on me. Better be home cooking. When's the wedding, lover boy? Well, don't worry, none of you are invited. We're still going. Hey, you serious? What about me? Catch you later. Ja, Snow ist irgendwo hingeflogen. Ins Residuum. Konex-Brücke 103. Dort befinden wir uns derzeit. Und im Moment steuern wir jetzt gerade Hope. Das ist übrigens derjenige, den Snow sucht und den er beschützen möchte. Aber das weiß Snow ja nicht. Aber ihr wisst es jetzt, weil ich euch das gesagt habe. Und ich renne jetzt mal mit Hope hier zu Vanille. Und werde mal dieses kleine Fluggefährt hier untersuchen. Hm? Hm? You okay? I want to tell him. It's just that. Say, you know how to fly this? Yeah, I think so. All right. In you go! That way! No, no. Huh? If we go in there, that thing could... It could make us Lassie. Oh. This is... I don't think I can... You can do it! What are you two doing? Here we go. Uh-oh. Get back here! You hear me? Hey! The pulse fell sea. It held our future and our fate. Na, ob Hope so ein guter Pilot ist, bezweifle ich mal. Aber er wollte ja dahin und er hatte keine andere Wahl. Und Vanille hat ihn auch ein wenig dazu gedrängt. Den bisherigen Spielverlauf speichern. Nein. Ja, Hauptsache ist Hope gut auf Vanille weich gelandet. Guess it's just us. What did you expect? Even soldiers know not to go near the foul sea. You become a pulse Lassie, and you're finished. What do you mean, finished? Haven't you heard, Miss... Vanille. Huh? My name. And yours? Hope. Thank you. What were we thinking? Well, since we're here, let's look around.
der Pulse False Sea Residuum der Unterwelt. Dort befinden wir uns derzeit. Oh, check this out. Hey, Vanille, where are you? Well? That's, Und schon werden die beiden gestört und der erste Kampf geht los. Jetzt befinden wir uns in der Rolle von Vanille. Und wir werden mal angreifen. Sie hat so eine Art Zwille, also so eine kleine Steinschleuder, so würde ich das jetzt mal nennen. Haben wir Fertigkeiten? Nee, haben wir nicht. Wir können nur angreifen und wieder mal 5 Sterne, also keine große Sache. B und W, Leben und Überleben. Gegenstände, ich glaube, das war ein Laden, den wir jetzt freigeschaltet haben. Okay, back to exploring. Better stay close. Gebetshalle. Und in dieser kleinen Ebene oder in dem Abschnitt, wo wir uns hier befinden, rennen wir nur mit Vanille und Hope rum. Ich weiß gar nicht, könnte ich Hope jetzt eigentlich zum Anführer machen? Muss ich mal gucken. Ich glaube eher nicht. Nein. Wir müssen mit Vanille weiterspielen. Und dort hinten befindet sich mal wieder ein Schatzbehälter. Nein, Hope. Ich bin mir nicht sicher, aber hier gab es 30 Gin und ich gebe jetzt einen aus. Hier befindet sich übrigens das Flugschiff, wo die beiden hier gelandet sind oder vielmehr gestrandet sind. Hope ist ja weich gelandet, er landete auf Vanille. Hier könnten wir jetzt auch abspeichern, was ich jetzt auch mal machen werde. Denn man weiß ja eigentlich nie, was so kommt. Oder ich weiß es eigentlich nicht mehr. Ich kann mir nicht alles merken. Es ist schon Jahre her, wo ich das mal angefangen hatte, das Spiel. Aber ich kenne mich damit noch gut aus. Und irgendwo befindet sich hier noch ein Schatzbehälter. Ich höre den doch. Ah ja. Ja, da hinten ist der Schatzbehälter. Na gut, den kann ich jetzt hier nicht so flankieren, wie ich möchte. Daher renne ich jetzt mal zu den beiden kleinen Teilen hier. Und ich glaube, ich habe jetzt wieder einen Präventivschlag gelandet. Ja, das passiert immer, wenn ihr die Gegner von hinten angreift. Und damit sind sie auch sofort fast geschockt. Und der nächste Schlag versetzt den Gegner dann sozusagen in den Schockmodus. Und das war's auch schon. Was ich natürlich gut finde, ist, dass Vanille schon dreimal angreifen kann und wir hätten jetzt, Gegenstände wären jetzt Wildleder und einmal normales Leder. Naja, haben oder nicht haben? 4 Heiltränke. Ja, Hope, warum fragst du mich immer alles? Ich weiß es doch selber nicht. Und Vanille sicherlich auch nicht. Ich versuche hier nochmal einen Präventivschlag zu landen. Gucken, ob es klappt. Wenn die Kamera hier mal mitspielt. Ich glaube, es hat geklappt. Und los geht's. Komm, Vanille. Hauen weg. Oder Hope. Das läuft doch wie am Schnürchen. Vitalisator. Eigentlich sind die Kämpfe ja hier völlig unrelevant. Aber ich versuche jetzt mal wieder einen Präventivschlag zu landen. Jetzt hat es nicht geklappt, schade. Und so wirklich was außer angreifen kann ich ja jetzt noch nicht. Da wir uns am Anfang des Spiels befinden, werdet ihr sicherlich dafür auch Verständnis haben.
Die weiteren Fertigkeiten und Beschwörungen folgen dann im Laufe des Spiels. Und die Beschwörungen sind echt geil gemacht. Da sind auch unter anderem bekannte Beschwörungen mit bei aus früheren Final Fantasy Teilen. Okay, hier gab es einen Reißzahn und einen Blender. Und irgendwo befindet sich jetzt hier wieder ein Schatzbehälter. Ich höre den schon. Der sollte wahrscheinlich hier unten irgendwo sein, wa? Ah, ich glaube, ich muss da runter. Ja, das habe ich euch ja erklärt mit dem Präventivschlag. Ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht vorlesen. Und dort hinten befindet sich der Schatzbehälter, von dem ich eben gesprochen hatte. Ganz ehrlich, diese kleinen Taxobot-Gegner hier, die sehen aus wie eine Zucchini mit einem Hula-Hoop-Reifen. Das ist mir mal gerade so aufgefallen. Eisenreif. Ja, das ist ein neues Accessoire, was wir jetzt in unserer Ausrüstung haben. Und das werde ich mal bei Fanil anlegen. Es sind zwar nur 50 TP, aber auch diese 50 TP können uns das Leben retten. Je nachdem. So, hier können wir rüberspringen. Ja. Und wir wurden auch schon gesehen und der nächste Kampf startet. Okay, den Pantheron hätten wir mal wieder geschockt. Der ist Geschichte. Und der andere ist auch gleich Geschichte. Und der ist auch gleich wieder im Schockmodus. Da vorher ist er wahrscheinlich tot. Okay, jetzt gleich. Und wie ich auf der Karte gerade sehe, befinden wir uns kurz vor der... kurz vor dem Hauptziel. Hier geht's nämlich weiter. Aren't you scared? Not so much. You really don't get it. Pulse Falsi and Lissy are bad news. That's why Cocoon kicked them out. Live too close to the Falsi, one-way ticket to Pulse. That's the purge in a nutshell. If they catch us here... They'll purge us too, and then... What's your problem? What's my... Pulse is hell on Earth. We'll be okay. Calm down. Get off me. Sarah! Huh? Can you hear me? Where are you? Das war übrigens Snow. Hat man ja auch an der Stimme gehört. Don't worry, Sarah. Your hero is on his way. Wonder what that's for. Stiegenhalle. Und jetzt können wir wieder mit Snow etwas agieren und dort vorne befindet sich wieder ein Schatzbehälter. Mal gucken, was hier so Schönes drin ist. Ja, zwei Heiltränke. Ich muss mal kurz was abchecken und zwar bin ich jetzt schon im zweiten Kapitel? Tatsache. Bin schon im zweiten Kapitel. Genau. Ja, und da ich ja versuche, die Folgen nicht allzu lange zu machen, außer nachher im späteren Spielverlauf bei den Dungeons, da wird es dann etwas länger gehen. Wie lange, weiß ich nicht genau. Das muss ich immer abpassen.
und gucken, wie ich vorankomme. Und ich möchte noch was sagen zum späteren Spielverlauf. Ich werde das hier nicht 1:1 abfilmen. Also wenn ich mal an einer Stelle komme, wo ich vielleicht nicht weiterkommen werde, was einen bestimmten Boss oder eine Mission vielleicht angeht, dann werde ich das etwas weiterspielen, die Charaktere aufleveln und euch das dann zeigen, was ich gemacht habe. Ich möchte nicht euch jeden Kampf zeigen, weil das wird dann einfach zu langweilig. Ihr möchtet ja dann nicht 10 Folgen haben, wo ich dann nur kämpfe und leveln tue. Das ist auch langweilig. Daher werde ich das dann so machen. Aber ich werde euch dann in der Folge das zum Anfang erklären, was ich gelevelt habe und was ich verbessert habe. Und ja, das wollte ich noch mit einbringen. Und dann würde ich auch mal sagen, das war's dann erstmal wieder mit der dritten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Und der ein oder andere von euch schaltet auch vielleicht das nächste Mal wieder rein. Wäre schön. Und dann sage ich schon mal tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 13.